Savage. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars hier auf dem Monropia-Server. Und ja, eigentlich wäre es fast die letzte Aufnahme geworden, die ich hier gemacht hätte, weil die Stats wurden resettet. Ich weiß nicht genau, ob es aus Versehen ist oder nicht. Also manche haben mir geschrieben, ja, das ist aus Versehen, und manche anderen haben geschrieben halt, die werden immer resettet. Aber ja, auf jeden Fall habe ich meine Stats wieder, also ich glaube, sonst hätte ich auf dem Server nicht mehr gespielt, ohne meine Stats. Aber ja, ist jetzt egal, ich habe sie wieder. Das ist die Hauptsache. So, ich bin hier auf der schönen alten Map, die es hier echt schon lange gibt. Also ich spiele auch auf dem Server schon seitdem ich weiß, den YouTube-Rang habe ich bekommen, als ich genau 153 Abonnenten hatte. Habe ich mir genau gemerkt, den Tag. Ja. Okay, über diesen schmalen Weg zu gehen, ist für mich nicht das Beste. Ich bin auf jeden Fall Stacker, ich könnte ihn locker töten, aber halt nicht auf so einem kleinen Pfad. Okay, er hat sich selbst vergiftet. Ich weiß nicht, was der da versucht hat. Okay, Leute, ich weiß nicht, ich habe mir selbst Schwäche reingeworfen. Ihm aber auch, damit er mir halt weniger Schaden macht. Also, oh, von beiden Seiten, Leute. Immer alle auf mich hier. Okay, der hier, er geht gar nicht auf mich. Scheiße, Giftpot daneben geworfen. Ich weiß, ich glaube, Leute, doch, er geht auf mich. Sorry dafür. Aber 2 gegen 1 ist schon nicht so nett. Ja, an sich werfe ich keine Leute runter, wie gesagt. Aber wenn 2 gegen 1, dann muss ich auch mal ein bisschen so zu härteren Maßnahmen greifen. Okay. Okay, schnell rauf, wir müssen umdrehen. Ist halt riskant, immer an so einem kleinen Wegen zu kämpfen. Das wissen aber, denke ich, alle Skywars-Spieler. Aber ich denke... Nice. Gut gemacht, würde ich sagen. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch zur Mitte. Es sind noch 2 Gegner. Obwohl, eigentlich müssen wir nicht zur Mitte. Wir können auch ruhig außen weiter rumlaufen. Unser Stuff ist in Ordnung. 6 Rüstungsbalken. Stärketrank hält nur 1 Minute und 20 Sekunden. Noch 10 Sekunden Schwäche. Also, zur Mitte zu gehen, denke ich, würde nur unsere Stärkezeit ablaufen lassen. Ja. Ja, Leute. Mal gucken. In der nächsten Folge gibt es auch vielleicht mal wieder, also auch natürlich auf Modopia und auch vielleicht auf einmal auf Hive oder so wieder. Auf Gomme kann ich halt nicht aufnehmen, weil ich halt kein Premium bin. Und deswegen wird man zu oft gekickt. GG. Das war die erste Runde und wir sehen uns gleich in der nächsten wieder. So Leute, sind wir jetzt auch schon in der zweiten Runde hier auf so einer Panzermap. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Außerdem ist aber noch ein anderer YouTuber drin, ist mir gerade aufgefallen. Also dieser Rage for Life Typ. Das ist auch ein YouTuber. Stacked Stuff haben wir bekommen. Leute, Alter. Das ist doch schon mal krass. Jetzt können wir auf jeden Fall rasieren gehen in der Runde. Ich denke, wir müssen... Es gibt zwar nur eine Kiste, aber trotzdem, wir haben so fetten Stuff bekommen. Ja, Leute, dann kann ich euch sagen, die Runde wird auf jeden Fall schon mal ganz cool werden. Ich weiß nicht genau, was mich angezündet hat. Oh, GG, wir haben den anderen YouTuber getötet. Yeah, Ziel ist erreicht. Oh, Glück gehabt. Ich weiß nicht, was das war, was... Auf einmal beide... Ja gut, der hat mich ziemlich getargetet, der andere YouTuber. Der hat wahrscheinlich da, ist er gespawnt, hat Enderperlen-Kit genommen. Sofort rüber zu mir und wollte mich umbringen. Aber naja. Kann man mal machen. So, gucken wir mal. Ich weiß nicht, was ich... Hat der mich geschlagen? Hatte Feuer auf seinem Schwert? Also ich glaube schon. Ach, der hat... Da hinten so ein Geschütz. Aber ich weiß nicht, ob er mich damit auf die Entfernung mein Haus abgeschossen hat. Wäre auf jeden Fall komisch. Weiß ich nicht genau, Leute. Junge, schieß nicht. Der Dude ist da ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch 2 Enderperlen. Perfekt gemacht, würde ich sagen. Jo, weiter geht's. Jetzt haben wir eigentlich Enderperlen, um auch zur Mitte locker zu können. Okay, danke für deinen Bogen. Jetzt haben wir den Bogen, das ist auch was Schönes. Team die Leute deine Mitte. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall würde ich sie gerne beide töten. 2 Kills sind immer besser als 1 Kill, Leute. Merkt euch das. Nein, ich pack fest. Oh, nee. Ich würde sagen, ich muss flüchten. Oh, okay. Ja, da muss ich wirklich kurz weggehen. Da gehe ich lieber nochmal langsam zur Mitte hin, anstatt dass ich dann mit 2 Herzen so kämpfe und...
Ich weiß nicht, genug Zeit gehabt, den Trank zu trinken, hätte ich in der Mitte, glaube ich, auch nicht. Ja, ich muss ihn jetzt aber auch nicht totschießen, ist ja auch nicht sehr nett. Bisschen gefällt. Hier nimm die Schneebälle, brauche ich nicht. So. Er scheint auch nicht irgendwas zu haben, um mich runterzuschubsen. Im Notfall würde ich... Alter, da war... Lebt er noch? Da wurde es nochmal spannend auf jeden Fall. GG an dich. Echt gut gekämpft. Und da würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. So, Leute, da sind wir jetzt auch schon in der dritten Runde. Wahrscheinlich gibt es danach noch eine vierte. Hängt davon ab, wie lang die Runde geht. Ich bin gespannt. Good luck, schreiben wir schon mal. Ja, auf der Map. Die gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Ich hoffe, ich bekomme Enderperlen. Damit können wir schön schnell rasieren gehen. Okay, schon mal Dias. Dias finde ich eigentlich nicht so gerne. Muss man sich immer selbst ein Dias-Schwert craften, das so anstrengend ist. Wir haben nur einen Helm als Rüstung. Wir müssen auf jeden Fall als erstes in die Mitte kommen. Das ist ziemlich wichtig mit dem Stuff. Ich team jetzt nicht einfach so. Das bringt mir ja nichts. Da hinten werde ich schon erst so bespammt, was nicht sehr schön ist. Da müsste ich mich vorsichtig weiterbauen. Er wirft eine Enderperle. Ja, ich baue mich am besten schnell rüber. Ich riskiere es mal. Wenn ich merke, dass ein Pfeil durch die Luft fliegt, setze ich sofort halt Spinnen. Ah, Mann. Nice, haben wir den bekommen. Mit nur einem Helm und er hat einfach mal eine Diabrust und so. Ich wollte eigentlich irgendwas machen. Ich wollte eigentlich Spinnenweben setzen und dann die Rackpot trinken oder so. Oder jedenfalls erstmal Spinnenweben setzen, habe ich aber irgendwie nicht mehr hinbekommen. Aber egal, wir haben sie auf jeden Fall überlebt. Der guckt uns so komisch an, der kriegt erstmal was aus dem Maul. So. Dann würde ich sagen, zur Mitte kann man ja auch nochmal gehen. Oh nein. Leute. Oh, Glück gehabt. Alter, wie wir sofort brennen erstmal. Nicht so schön. 5 Enderperlen. Okay, nice. Erstmal zubauen hier alles, damit wir hier in Ruhe uns ein Stuff nehmen können, weil wir können hier echt viel, glaube ich, gebrauchen. Oh, eine Angel. Ist auch was Schönes. Geile Aktion. Ja, das war echt fette Aktion. So. Ich habe gerade irgendwie Lex hier auf der Map. Komisch, aber egal, das wird mich schon nicht aufhalten. Ja, wir haben hier ein paar Damage Pots. Damit kann man, denke ich, arbeiten. Kann man, denke ich. So. Wo sind meine letzten zwei Gegner? Ich habe gerade weniger als 60 FPS aus irgendwelchen Gründen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt auf jeden Fall. Sorry, falls das Video jetzt ein bisschen ruckelt oder so. Och, Philipp, wie vorsichtig baust du denn deinen Weg? Ganz so vorsichtig musst du den, glaube ich, nicht bauen. Okay, nice. Was wollen wir mit dem letzten Gegner machen? Wir trinken eine Rackpot. Dann gehen wir rüber und potspammen den erstmal. Das ist schon manchmal ein bisschen riskant zu potspammen. Aber ich denke nicht, dass der uns irgendwie wehtun kann. GG, Leute. Und wir sehen uns gleich in der vierten und letzten Runde wieder. So, Leute, da sind wir jetzt auch schon in der vierten und letzten Runde auf der Big Tree Map. Ich finde die Map eigentlich ganz schön. Ja. Wird hoffentlich einen schönen Endkampf geben. Okay, wir haben wieder Stacked und Stuff bekommen. Ja, wir haben echt Glück, muss ich sagen, gerade mit dem Stuff. Bin ich zufrieden mit. So, das wäre natürlich ganz cool, wenn wir die Runde auch noch gewinnen können. Na gut, ich muss zugeben, zwischendurch habe ich eine Runde verloren, aber ich wurde runtergeschubst, also in so ein Tod. Bei Runterschubsen ist es halt, baut man sich irgendwo hin mit runtergeschubst. Das ist halt immer total unspektakulär. Deswegen zeige ich sowas eigentlich auch nicht wirklich. Ich denke nicht, dass ihr sowas sehen wollt, wie ich runtergeschubst werde oder so, weil das einfach nur Schwachsinn wäre. Aber ja, wenn ich schon durch richtig coole Kämpfe sterbe oder so, würde ich das natürlich auch zeigen. Ja. So. Ich weiß nicht, ob der uns gesehen hat. Ich glaube, wir haben keine Blöcke, Leute. Ich glaube, das ist jetzt die erste Runde, wo wir jetzt wirklich keine Blöcke haben. Ist das hier Holz, ja. So. Okay, wir essen gleich den Gold dafür. Ich weiß nicht, ist für so einen Jungen. Na gut, der hat einen Bogen. Vielleicht ist der richtig der Bowskiller und schießt uns gleich 100 Mal ab oder so. Naja, war wohl nicht ganz der Fall, aber egal.
Okay, der da hat einen schönen Diabus-Panzer. Eine Eisenhose können wir eigentlich gebrauchen. Okay, ich weiß nicht, hat der Typ seine Kisten nicht richtig gelootet? Ja, der hat die Blöcke nicht mitgenommen. Wobei er dachte, ja, das ist die typische Camper-Logik. Wozu braucht der? Hat nicht mal ein Dia-Schwert rausgenommen, nur im Bogen wahrscheinlich. Naja, ich weiß nicht, was mit dem Typen wirklich falsch war. Auf jeden Fall ist es so richtig die Camper-Logik. Nimmt sich einfach mal nur den Bogen raus. Nichts anderes. Will hier einfach auf seiner Insel für immer campen. Aber ja, dann muss er wohl ein bisschen nach hinten gucken. Okay, wir stacken uns hoch. Ich wollte gerade sagen, er kann sich nicht so hoch stacken. Also, wir stacken uns höher als er ist. Weil wir können im Notfall einfach mit dem Bogen runterschießen. Komm, schieß daneben. Ja. So viele Leute leben gar nicht mehr. Der Typ ist aber echt nicht schlecht. Sind sie. In der Mitte ist auch jemand, da müssen wir dann nach in die Mitte. Egal, werfen ihn jetzt erstmal schön mit Schwäche ab. Und jetzt gehen wir rauf. Okay, nice. So, seine Eisenhose ist natürlich die Sache, die wir jetzt gebrauchen können. Den Rest brauchten wir eigentlich gar nicht. Eisenhose, wo bist du? Sorry, wenn ich manchmal nicht 60 FPS habe. Ich habe gerade ein paar Ruckler, weiß nicht warum. Ah, da ist die schöne Eisenhose. So. Ja. Wie geht's am besten zur Mitte? Entweder zu seinem Weg oder von uns aus zur Mitte. Ich denke, von uns aus zur Mitte halt würde am schnellsten gehen. Ja, das dürfte ganz schnell sein. Und dann haben wir die letzten zwei Gegner. Ich hoffe, dass die Folge euch dann auch gefallen hat. Also 4 Runden haben wir schon länger nicht gemacht, aber es waren auch echt. Fail. Echt coole Runden. Es waren echt keine Scheißrunden oder so mit wenig Kills, sondern immer actionreich. Es waren noch ein paar knappe Kämpfe dabei. Ja. Ich weiß nicht immer noch nicht, warum ich den Bug habe, dass manchmal über mir jemand schwebt. Okay, der Typ da hier, dieser Tabaluga, der hier die ganze Zeit im Baum sich verstecken wollte. So, damit haben wir auf einmal gewonnen. GG, Leute, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao. Ciao.